Kiwi. Oh nee, das heißt, ich soll jetzt daten, aber ohne Kiwi, das will ich nicht. Selbst nachdem wir Frühstück gegessen haben, fühle ich mich immer noch ziemlich schlecht. Ich schätze mal, das ist mehr als nur ein bisschen Schlafmangel. Oh, aber ich soll trotzdem daten, na gut. Oh Mann, das ist blöd. Wen soll ich denn jetzt daten, wenn ich Kiwi nicht daten darf? Oder kann, besser gesagt. Wenn ich... Ich muss doch... Warte mal. Ich habe, glaube ich, kaum was auf ihrer Reportkarte, weil ich irgendwie nie dazu kam. Na gut, ein, zwei, dreimal haben wir schon, aber ich glaube, da fehlt trotzdem noch was. Aoi hatten wir erst einmal, Toko auch einmal. Fiakuya. Oh, Yasuhiro hatten wir noch gar keinen Mal, warum nur? Togami zweimal. Naja, ich muss eh erstmal wieder ein paar Gegenstände sammeln. Also wieder ein paar Items haben. Die sind wahrscheinlich eh alle im fünften Stock. So, aber erstmal, ich brauche wieder Spielzeug. Ah, yes. Nur, dass wir nochmal ein paar haben, ne? Oh Gott, Missrate ist schon 50%. Das ist nicht so toll. Ach ja, und dann kriegt man sowas. Ach so, ein bisschen mehr, aber das bringt auch nicht wirklich viel runter. Na? Donuts! Oh, da freut sich Aoi. Ich will eigentlich nicht so viel auf einmal verbrauchen. Was ist das denn? Ich krieg doch wieder nur Müll. So, ein bisschen mehr reintun. Auch wenn es nicht viel bringt, aber... Ist das denn eine Uhr? Oh ja, why not? Noch eine Uhr, toll. Ja, erinnert ein bisschen an die alten Spielautomaten, ne? Ach, wo wir als Kinder immer dran saßen. Und nie das bekamen, was wir wollten aus diesen blöden Automaten. Man hat immer das Hässlichste irgendwie bekommen, das Beschissenste, sagt, was er wollte. Könnt auch noch mal was Besseres bekommen. Wisst ihr? So ein bisschen cooler. Irgendwie wird das nix. Was soll ich denn damit anfangen? Nee, was ist das denn, Hässliches? What the fuck ist das denn? Excuse me? Wer kommt auf sowas? Das ist... Kein Kommentar, ich glaube, ich muss speichern vor dem Date. Weil sonst werde ich wieder nur Müll haben. Schon wieder dieses komische... was auch immer es ist, ich weiß es gar nicht. Warum kriege ich so komische Sachen? Tee, naja. Komm, nimm den Rest. Wo ist das? Naja, gut. Also ein paar Sachen haben wir schon mal. Gut, wo sind die denn jetzt alle? Auf die Karte. Wahrscheinlich, also ich denke mal im fünften Stock alle. Kiri ist auch nirgendwo hier zu sehen, ne? Ja, wen nehmen wir denn mal? I don't know, ich speichere erstmal. Nicht, dass ich wieder verschwende, weil ich was Falsches schenke. Nehmen wir das mal. Wen nehmen wir denn heute mal? Nehmen wir mal Toko oder nehmen wir mal Aoi oder ich habe keine Ahnung. Bisschen müssten wir ja schon daten, ne? Mann, du bist ja gerade mal normal. Du bist ja gerade immer nicht Genocider. Wäre vielleicht ganz gut, ne? Ja, wir nehmen sie mal und vielleicht dann noch jetzt wieder. Was? Hast du Mittag mit mir? Na, natürlich würdest du mich nicht irgendwohin einladen, wenn es nicht aus Mitleid wäre.
Ja, ich verbrach's Zeit mit... Oh Gott, Fukawa, ist das creepy. So, und nach der Bondage gibt's wieder ein Price. Oh, ich weiß gar nicht, was wir so haben. Guck mal. Was ist das? Ration? Ah, Ration, ja. Affäring, Parfum. Was mag sie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird sie nicht mögen. Scheren. Kamera. Hm. Ich weiß nicht, was mag sie? Berserker, what the fuck? Ich weiß echt nicht, auf was sie steht. Golden Apple. Das ist, glaube ich, eher so Hagakure-Zeug. Small Light, ach so. Na, ich hab nichts wirklich. Das vielleicht, aber. Fax? I don't know. Was steht die Alte? Das war's. Alter, sieht da Crazy Diamond. Ich wusste doch, das kenne ich irgendwoher. I don't know. Ich glaube nicht, dass sie Parfum mag. Was zu essen. Nimm mal das. Ein Geschenk wie dieses zu akzeptieren von jemandem wie dir. Macht mich glücklich. Es ist unnötiger. Was? Die hat es ein bisschen gemocht, aber naja, gut, wir haben trotzdem was. Nachdem was letztes Mal passiert ist, war ich ziemlich sicher, dass Fukawa mich nicht mag. Und trotzdem. Sieht es sicher, als ob sie mir aus dem Weg geht. Aber nicht, dass sie auf jede Möglichkeit mit mir zu reden zuspringt. Hey, Fukawa? Was? Was willst du denn wissen? Was willst du, dass ich dein Freund dir erzähle? Ist das ein Lächeln, was ich sehe? Naja. Du hast nie meine Frage beantwortet das letzte Mal. Was tust du so in deiner Freizeit? Im Moment schreibe ich ein Serienbuch. Also habe ich nicht viel Freizeit. Zwischen Schule und Schreiben bin ich extrem beschäftigt. Im Gegensatz zu einem bestimmten Buffon hier, was auch immer es heißt. Na, jetzt habe ich schon wieder getan. Wann lerne ich es denn nochmal, dass ich meinen dicken Mund halten muss? Diesmal habe ich mein Schicksal besiegelt. Jetzt hasst er mich. Jetzt kommt es und er zieht mich auf. Das Mobben. Der ganze... Ja. Drauf rumtrampeln Spaß. Ist okay. Das macht mir nichts aus. Jedenfalls, das ist ziemlich beeindruckend. Nicht nur, dass du Romane schreibst, aber dass Leute dich dafür anerkennen. Woher kriegst du deine Inspiration? Sind deine Geschichten, sind deine Geschichten eine Grundlage wegen, nee, auch ein Grund, grundlegend von echten Erfahrungen? Entschuldigung? Ist etwa ein Gehirn in diesem dicken Kopf von dir? Was? Ich hab dir schon erzählt, dass ich, Romantikbücher schreibe. Auf gar keinen Fall. Könnte ich diese auf meinen eigenen Erfahrungen basieren? Sie sind Fantasie. Du Unmensch, Fantasie. Von Anfang zu Ende. Jedes einzelne Wort ist Fantasie. Du kannst dir... Nee, du kannst über die Liebe so viel fantasieren, wie das Herz nun zulässt. Da braucht man keine Erfahrung. Oder willst du etwa andeuten... dass nur erfahrene Liebhaber erlaubt sind, Romanzen zu schreiben. Das ist nicht, was ich sag. Das ist auch egal. Ich bin es ja schon gewohnt, dass man auf mir rumtrampelt. Aber warte nur. Irgendwann werde ich das wieder bekommen. Ich werde es noch wieder gut machen oder so. Sie spuckte Böshaftigkeit wie ein Vulkan Magma
und stürmte davon. Jetzt bin ich mir sicher, sie mag mich nicht. Oh, so traurig. Huh. Es fühlt sich an, als ob es noch schlimmer ist, als es am Morgen war. Es wird schwerer, sich zu bewegen und ich habe voll die Gänsehaut. Verdammt, vielleicht habe ich eine Erkältung. Oh, nix. Eigentlich müsste er ins Bett sich kuscheln. Am besten so mit Monokuma. So, ein Dating haben wir noch. Wer nehmen wir denn nochmal? Hm. Jetzt sind sie alle hier. Na dann. Nehme ich mal Yasuhiro, aber... Oder Aoi. Für Aoi habe ich zumindest Donuts. Aber Yasuhiro, ja, Yasuhiro hat man noch gar nicht. Also nehme ich vielleicht lieber den mal. Ich werde schon irgendeinen Schamanen-Scheiß haben, den er mag. War er nicht hier? Ups. Sorry. Dann war's. Hier, Feuerwäsche. Dass der nicht so bei seinem Gras ist, ist auch seltsam. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wo war der Arsch denn? Bart? Typi, ich werd gleich aggro. Wo ist der denn? In der Küche. Was will der denn in der Küche, der Alte? Ja, wahrscheinlich wieder Gras sich drehen. Ach. Gut, gut, gut. Ihr flirtet mal rum, ihr Turteltäuble. Oh Gott, die haben ja so viel zu essen. Essen die überhaupt mal was? Ich meine, so viel können... Das kann doch kein normaler Mensch alles essen. Ach, bis es schlecht wird. Oh Gott. Ich habe endlich die Wahrheit gelernt, Dude. Das ist alles die Arbeit von einer bestimmten Organisation. Aber ich kann ja den Namen der Organisation nicht nennen, wenn ich das tue. Puff. John Lennon und Kurt Cobain. Und beide von diesen Dudes genommen. Das ist schlecht, so schlecht, so schlecht. Ey, ehrlich, voll schlecht, Dude. Oh Gott, ja gut. Halt mal die Konversation auf, Dude. Also, was weißt du über Kosmogonie? Was? Aha. Immer wieder Spaß mit ihm, ne? Ja, was habe ich noch über... Ich habe doch unten irgendwie mein ganzes Schamanenzeug, glaube ich. Wo ist es denn? Sowas, sowas mag ihr doch sicher. Ja, sowas, I don't know. Das sieht mir aus wie so... Schamanenscheiß. Nein, ich weiß nicht, wie ich hier reagieren soll, Dude. Oh. Das mochte er nicht, echt? Aber wir kriegen trotzdem was. Oh, whatever. Also, in der X, ich hab nachgedacht. Vielleicht war unser Treffen erst nur ein Zufall. Wo das gesagt ist, habe ich ein paar gute Nachrichten für dich. Da wir jetzt voll die Buddies sind, werde ich deine Zukunft vorhersagen für einen ganz niedrigen Preis, yo. Wie niedrig? Ich werde meinen üblichen Preis von 100.000 Yen für 2 Stunden runterschrauben zu einem extra speziellen niedrigen 90.000 Yen Preis. Das ist nur 10%. Außerdem ist das viel zu teuer. Ey, Dude, du sollst dich geehrt fühlen, yo. Deine Zukunft von dem ultimativen Schamanen erzählt zu bekommen. Dude, bist du echt so gut? Verdammt, ja. Ich kann absolut alles vorhersehen. Mit einer perfekten... mit einer perfekten mit einer perfekten Wahrscheinlichkeit von 20% der Zeit. Yay. 20%. Das verkauft sich jetzt nicht wirklich. Ey, jetzt schau nicht so skeptisch, Mann. Hörst du überhaupt zu, was ich gesagt habe? Ich kann absolut alles vorhersehen. Mit einer perfekten Wahrscheinlichkeit von 20%, ey. Natur, die... Nein, Natur.
Naturdesasters, genau, weil ich gerade das Wort nicht weiß, ey. Unfälle, Wahlen, alles. Hast du überhaupt irgendeine Idee, wie voll geil das ist, Dude? Hm. Okay, Dude, fine. Wenn du so bist, dann habe ich wohl keine andere Wahl, es ist dir selbst zu zeigen. Denn in Tatsache bin ich schon fertig mit meiner Vorhersehung. Yo, wann hast du? Oho. Du wirst nie erraten, was ich gesehen habe, Dude. Dein Kind und mein Kind werden die gleiche Mutter haben. Nein, niemals. Ganz gleich, was du willst, Dude. Das ist es, was ich sah. Und da gibt's eine... Nee. Und die Chance ist 20%, dass das wahr wird? Bingo. Bitte lass ihn falsch liegen. Bitte lass ihn falsch liegen. Oh Gott. Oh. Und wie gesagt, das war nur, um dir zu zeigen, wie es getan wird. Also wird der besondere Preis hier nicht zugreifen. Hä? Achso, also wird das ein 100er sein, jo, ja. Mach dir keine Sorgen, du kannst es abbezahlen, wenn wir hier raus sind. Warte eine Sekunde. Das wird doch nicht wahr werden, oder? Hm. Wenn du willst, kann ich noch eine andere Runde machen. Und vorhersehen, ob diese Vorhersehung wahr ist oder nicht. Natürlich für eine Zahlung. Denk drüber nach, Mann. Lass es mich wissen, wenn du meine... Ja, meine... Service wieder nutzen willst. Und weg ist er. Ich frag mich, ob ich überhaupt genug gespart habe für noch eine weitere Vorhersage. Nein, ich gebe ihm nichts von meinem Geld. Verdammt. Fast bin ich in seine Falle gefallen. Und bitte, bitte lass ihn falsch liegen. Oh Gott, ey, das wär's. Das, nein, ich sag dazu nichts. Oh. Ja. Who knows? Ich friere wie verrückt. Ich habe Probleme, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Aber ich kann das nicht tun. Schlafenszeit. Nachtruhe ist immer noch weit weg, aber ich bin an meinem Limit. Ich kollabierte in mein Bett. Mein Bewusstsein flickerte auf, an und aus wie ein alter TV. Aber es ist nicht komplett runtergefahren. Ein bisschen, was war da, Statistik war da noch. Ich bin in einen endlosen Kreis von paralysierter Dunkelheit gefallen und einer ungleich grauen Erkenntnis. Irgendwo außerhalb meiner Reichweite. Oh, Naegi, stirb nicht! Stöhnte ich. Und dann bin ich in eine unsinnige Traumwelt geglitten. Die Stimme von jemandem kam in meinen Kopf auf. Ich weiß, diese Stimme. Ich erinnere mich an diese Stimme. Ja, es ist... Ich weiß. Meine Stimme. Ich weiß alles. Mein Ziel ist nicht, diesen Ort zu verlassen. Aber hier zu bleiben. Hm? Was sag ich? Hoffnung. Das ist alles für die Hoffnung. Das ist alles für die Hoffnung. Also irgendwie kommt gerade der Nugget in mir hoch. Deshalb muss ich bleiben. Ich muss hier bleiben. Hm. Oh. Stellt mal vor, das hatte eigentlich alles echt einen guten Grund, hier zu sein. Und sie wissen es einfach nicht mehr und dann so, upsi, wir haben uns alle gegenseitig abgeschlachtet, obwohl das für uns eigentlich gut hätte sein müssen. Was war das, dieser seltsame Traum? Hm? Oi. Schrei doch mal.
Kirikiris. Monte. Nix. Ich mach mir Sorgen. Jeder Tag ist friedlich und jeder Tag ist voller Spaß. Perfekte Ruhe von morgens bis abends. Die einzige Sache, die du dir wünschst, ist die Wiederholung dieser nicht ändernden, langweiligen, stillen Tage, wo nichts Außergewöhnliches passiert. Nicht mal die kleinste Störung in der aktuellen Situation. Ich denke, es wäre unfassbar abnormal, wenn so eine Welt wirklich existieren würde. Die Nacht überlebt haben? Vor allem, wer wollte uns da umbringen? Da wollte uns doch sicher jemanden umbringen. Aber war das Kiri? War das echt nur ein Traum? Ist doch strange. Aber wir leben noch, wa? Ich kam wieder an die Welt zurück, aber viel langsamer als normal. Zuerst ließ ich einen tiefen Seufzer raus. Die Kopfschmerzen, die Gänsehaut, die Abgeschlagenheit sind irgendwie alle wohl verschwunden. Alles, das zurückgeblieben war, war der unangenehme Schweiß. Es war wahrscheinlich nicht nur die Erkältung, die mich so vollgesaugt hatte. Der Traum von letzter Nacht. Was zum Teufel war das? Oder war es überhaupt ein Traum? Eben. Ich grub in meinem Gehirn herum, um die Erinnerung auszugraben, zog daran wie ein sturer Fisch und bekam langsam blitzartige Bilder zu sehen. Hier kommt das letzte Nacht. Hatte ich Fieber. Fieber, ja. Und ich hörte eine seltsame Stimme. Danach öffnete ich meine Augen. Und da war jemand, der neben meinem Bett stand. Er trug eine seltsame Maske und hielt ein Messer. Ich bekam das Gefühl, dass ich zurückgekämpft habe, so sehr ich auch konnte. Aber ich erinnere mich nicht wirklich. In diesem Fieber fühlte es sich so an, als ob die Verbindung zwischen meinem Verstand und meinem Körper nur ganz schwach war. Ich hatte das seltsame Gefühl, dass ich geistesabwesend meinen Körper beobachte, wie er von selber irgendwo in die Distanz sich bewegte. Ich erinnere mich nicht mal, was ich tat. Aber eine Sache ist sicher. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich gekämpft habe wie ein wildes Tier, das versucht, aus einer Falle zu entkommen. Momente danach wurde ich wieder bewusstlos und als ich wieder zu mir kam, war Kirikiri da. Aber warum war Kirikiri in meinem Traum? Was ein seltsamer Traum. Aber war es denn eigentlich ein Traum? Es muss einen Weg geben, wie ich das herausfinden kann. Such mal nach Miss Kiri, würde ich sagen. Ja? Ach so. Es muss einen Weg geben, das herauszufinden. Ach so. Liegt was in meinem Mülleimer? Solltest du erst nach Hinweisen suchen? Ja. Im Mülleimer, im Bett? Ja, wie denn? Oder vielleicht nach dem Messer suchen? Ich öffnete die Schublade. Und es war leer. Da war nichts drin. Nein, das ist nicht richtig. Das macht doch keinen Sinn, dass es leer ist. Weil ich definitiv dieses Überlebensmesser, das ich von Fukawa bekommen habe, in die Schublade getan habe. Das heißt, dieses Messer war dasselbe Überlebensmesser Fukawa gab. Ich dachte, das ist vielleicht der Fall und sieht aus, als ob ich da richtig lag. Das heißt, was ich sah, war kein Traum. Das macht die Dinge noch konfuser.
Warum hatte jemand das Bedürfnis, mich anzugreifen? Und wer war diese Figur in der Maske? Plus, warum war Kidigidi? Was ist hier los? Naja, ich mache hier keinen Fortschritt, wenn ich jetzt ganz allein nachdenke. Ich sollte zur Cafeteria und schauen, was jeder denkt. Das ist aber seltsam. Ja, aber wer könnte uns angreifen wollen? Das Problem ist halt immer noch, dass es darum ja geht, uns gegenseitig umzubringen. Wobei, Monokuma hat uns ja noch gar kein Motiv weitergegeben, ne? Also, technisch gesehen hätten wir gar kein Motiv, um uns jetzt gegenseitig gerade aktuell abzuschlachten. Was auch seltsam ist, weil eigentlich ist Monokuma da ja recht schnell mit, ne? Uns gegenseitig aufzuhetzen. Kiri ist auch verschollen. Das ist also alles strange. Hey, das ist ein Naegi. Von oben nach unten, links zu rechts. Ich habe Naegi in meiner Sicht. Ja, Sena. Ach, wenigstens dir geht's gut, wa? Was ist letzte Nacht passiert? Ich habe mir Sorgen gemacht. Sorgen? Warum? Ein bisschen nachdem die Nachtruhe anfing, gingen wir alle zu deinem Zimmer, um dich zu holen. Wir klingelten an der Klingel wieder und wieder, aber du kamst nie zur Tür. Wir dachten, du wurdest vielleicht getötet oder so. Nur Spaß. Darüber haben wir uns keine Sorgen gemacht. Ich meine, da ist doch niemand hier, der noch jemanden umbringen würde. Also, was hast du getan? Ich habe mich nicht gut gefühlt, also ging ich früh zu Bett. Ich hatte keine Idee, dass ihr Leute zu mir kamt. Und was hattet ihr alle vor, dass euch zu meinem Zimmer gebracht habt, nach der Ausgangssperre? Tja, es ist eine ziemlich lange Geschichte. Ziemlich viele Sachen sind passiert. Also, ich werde sie erzählen, wenn wir uns mit allen anderen getroffen haben. Haben sich die alle woanders getroffen? Ja, haben sie. Wir haben die ganze Nacht durchgezogen. Die ganze Nacht? Ich habe beim Schirrschein Papier verloren, also musste ich hierbleiben, um jeden zum Frühstück zu holen. Du bist zur perfekten Zeit gekommen, Nagi. Helf mir, das zu tragen. Kein Problem. Hier, das in der Sporthalle. Ich gehe schon mal vor. Ich treffe dich da. Sporthalle? Warum werden sie da? Und dann die ganze Nacht durchmachen. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam, ne? Wären wir fast ermordet worden? Habt ihr da Party gemacht? Ist ja schön für euch. Wir sind ja nur halb verreckt. Das ist ja nichts weiter passiert. Nein. Es müsste noch ein Tag sein bis zum nächsten Mord, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oh oh. Gut, dann schauen wir mal, was die alle wollen von uns. Hi. Ah, da bist du. Dude. Du hast gerade die Schauspieler und Supermodels übertroffen und den Miss Universe Level für die Verspätung erlangt. Oh, wie? Du denkst, du kannst ja einfach aufkreuzen, wann es dir passt. Du hast vielleicht ein paar Nerven. So zu schlafen wie ein kleines Baby, während der Rest von uns die ganze Nacht wach ist. Und was mit Kiri? Genau, wie Serena gesagt hat, jeder außer Kidigidi war eine Sporthalle. Zu all dem war dort etwas in einem Kreis ausgerichtet. In einem Moment, wo meine Augen sich auf das fixiert hatten. Hä? Vor ihnen saß ein auseinandergenommener Monokuma. Was tut der? Genau, wo das aussieht, Dude. Wir haben ihn auseinandergenommen und haben geschaut, was in ihm drin ist. Du hast ihn auseinandergenommen? Aber das ist Monokuma, richtig? Ja, das ist Monokuma. Du sagst das, als ob das nix ist. Komm runter, wir sind nicht in Gefahr. Nicht in Gefahr? Was zum Teufel? Was zu aller Welt ist hier los?